Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar, wo wir uns die neuen Anpassfunktionen im manuellen Betrieb anschauen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain, mache da alle NC-Programmierkurse, also alles, was mit den NC-Steuerungen zu tun hat, da mache ich die Kurse und mache auch die ganzen Webinare für Heidenhain hier auf der CNC Arena. Wir beginnen jetzt erstmal mit einer Präsentation und anschließend schauen wir uns die Antastfunktionen auch auf unserer Maschine hier live aus dem Schulungsgebäude in Dranreuth an. Ja, die Anwendung von unseren ganzen Antastfunktionen. Wir wollen unser Werkstück in der Maschine antasten und dieses für die Bearbeitung vorbereiten, also eine Schieflage kompensieren, einen Bezugspunkt setzen, eventuell auch nochmal eine Kontrollmessung machen. Das können wir alles mit den Antastfunktionen machen. Dazu brauchen wir mal ein paar Einstellungen. Also wir reden jetzt hier von den neuen Antastfunktionen, also von den Antastfunktionen für die NC-Kernsteuerungen. Das sind die 128, die 320, die 620 und die 640. Da haben wir für die ganzen Einstellungen die Tastsystemtabelle. Die finde ich im manuellen Betrieb hinter dem Softkey Antastfunktionen. Und da ist alles abgelegt, was ich für mein Tastsystem brauche. Ich kann für ein Tastsystem mehrere verschiedene Einstellungen machen, denn das ist einfach eine Tabelle, wo ich hier verschiedene Eingaben machen kann, wie zum Beispiel den Antastvorschub, den maximalen Verfahrweg oder zum Beispiel, ob das Tastsystem sich vor jeder Messung orientieren soll. Die Kombination, also die Verbindung zu meinem eigentlichen Tastsystem, erfolgt dann über die Werkzeugtabelle. Da weise ich das Ganze einfach zu und das schauen wir uns dann an der Maschine einfach an. So, was gibt es denn von Heidenhain für Tastsysteme? Es gibt unterschiedliche Tastsysteme. Wir sprechen jetzt bei den aktuellen Tastsystemen vom TS460. Das ist unser Werkstücktastsystem, das Infrarot- oder Funktastsystem. Dann das TS260, das ist unser kabelgebundenes Tastsystem. Und dann haben wir auch noch dazu passend unsere Tischtastsysteme für die Werkzeugvermessung. Ich kann diese Systeme mit Funk oder mit Infrarot betreiben. Infrarot hat einfach den Vorteil, ich kann es auf mit einer schnelleren Datenübertragung nutzen. Also die Datenübertragung ist schneller, ist allerdings auf eine gewisse Reichweite begrenzt. Da kommt eben der Vorteil vom Funk. Ich kann es mit ja, von den Reichweiten her relativ unproblematisch verwenden und kann auch komplett mit meinem Tastsystem in das Bauteil eintauchen, also in eine Bohrung zum Beispiel, und kann hier dann trotzdem noch Messungen durchführen, wo im Infrarotbetrieb schon das Signal abbrechen würde. Den Wechsel zwischen Infrarot und Funk mache ich einfach an dieser Sende- und Empfangseinheit. Das ist diese SE660-Einheit. Die sehen wir hier unten in dieser Dreierkombi. Da kann ich das Ganze einfach umstellen. Kann ich sowohl für Tischtastsysteme als auch für Werkstücktastsysteme verwenden. Und was wir uns auch anschauen an unserer Maschine dann später, ist der Kollisionsschutz. Dieser Kollisionsschutz schützt meinen Körper vom Tastsystem vor Kollisionen. Das heißt, wenn ich mich aus Versehen falsch vorpositioniert habe und mit dem Tastkörper an mein Werkstück kollidiere oder mit meinem Schraubstock kollidiere, dann wird das Tastsystem einfach stromlos geschaltet und der Verfahrweg wird automatisch von der Steuerung unterbunden. Ein weiterer Vorteil der Heidenhain Tastsysteme ist der verschleißfreie optische Sensor. Also wir haben der Taststift, der ist hier in der Mitte verbunden mit einer solchen Linse. Diese Linse bündelt das Licht und wirft hinten auf dieses Fotoelement auf der rechten Seite einen Punkt. Wenn dieser Punkt aus dieser Mitte herauswandert, dann erfolgt das Schaltsignal. Und das ist eben dieser verschleißfreie Sensor, der auch durch
sehr hohe Antastvorgänge, also durch eine hohe Stückzahl von Antastvorgängen, trotzdem nicht verschleißt und ich keine Genauigkeitsverluste bekomme, durch das, dass ich mit dem Taster schon oft angetastet habe. Ganz wichtig, wenn ich mit dem Tastsystem arbeite, ich muss das Tastsystem kalibrieren. Als erstes mal die mechanische Kalibrierung. Dazu sollte ich das Tastsystem in die Werkzeugspindel einwechseln, dann eine Messuhr unten gegen die Tastkugel stellen und dann das Tastsystem in der Spindel einfach per Hand drehen. Und ich sollte schauen, dass ich hier also einem Hundertstel Millimeter bin im Rundlauf. Wenn das nicht passt, dann einfach die Schrauben am Tastsystem lösen, wieder leicht anziehen und dann mit einem Schraubenzieher leicht dagegenklopfen und so das Tastsystem ausrichten. Das kann teilweise ein bisschen eine Fummelei sein, aber wenn man da ein bisschen Übung hat, dann kann man das Ganze schon recht schnell handhaben. Wenn ich das Ganze dann noch elektronisch auch noch kompensieren will, dann kann ich das über Steuerungsfunktionen auch noch machen. Die Steuerungen bieten mir verschiedene Funktionen für die Kalibrierung vom Tastsystem an. Die finde ich bei den Antastfunktionen. Dann nicht mehr auf meiner ersten Softkey-Ebene, die haben wir auf die zweite Softkey-Ebene verfrachtet, weil es oft so war, wenn die Leute ein Z- antasten wollten, dann haben sie oft anstatt Bezugspunkt-Tasten kalibrieren gedrückt. Und deswegen haben wir das auf die zweite Softkey-Ebene verschoben. Hinter dem Softkey PS kalibrieren finde ich meine ganzen Kalibrierfunktionen. Also Länge kalibrieren ist der erste, der zweite ist der Radius kalibrieren innen an einem Ring, Radius kalibrieren außen an einem Ring ist der dritte und der vierte dann Länge und Radius an einer Kalibrierkugel von Kinematics Op zum Beispiel durchführen. Wenn ich meinen Radius kalibriere, ist es wichtig, dass ich von diesem Radius, also von meinem Ring, den exakten Durchmesser weiß. Das ist sehr wichtig, weil anhand von diesem Durchmesser wird die Steuerung später den Kugelradius berechnen und sonst stimmt das Ganze einfach nicht zusammen. Also da wirklich von der Messmaschine kurz mal den Radius messen lassen oder man nimmt einen geschliffenen Ring und dann diesen Durchmesser wirklich 1:1 auch in die Maske hier mit eintragen. Den Startwinkel noch eingeben. Beim Startwinkel ist es wichtig, dass ich das Tastsystem auf diesen Startwinkel vorpositioniere. Wenn ich möchte, kann ich dann noch das Tastsystem 180 Grad drehen lassen, damit ich eben diesen Mittenversatz auch noch kalibrieren kann. Das Ganze geht auch mit dem Zapfen. Da muss ich mich halt vorpositionieren und einen Sicherheitsabstand eingeben. Über diesen Sicherheitsabstand, den fährt er dann immer nach oben und würde sich dann zum nächsten Punkt vorpositionieren. Also funktioniert genauso wie beim Ring auch. Ich muss auch hier den exakten Durchmesser wissen und den auch eingeben. Beim Längekalibrieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann ich einmal mit einem Fräswerkzeug das Ganze machen. Also ich vermesse mein Fräswerkzeug am Voreinstellgerät zum Beispiel, trage dann die aktualisierten Werte ein, fräse eine Fläche. Auf dieser Fläche setze ich dann einen Bezugspunkt, also ich sage einfach die Z-Achse abnullen. Dann wechsle ich mein Tastsystem ein und kalibriere die Länge auf dieser Fläche. Das hat den Vorteil, dass ich dann immer eine Verbindung habe von meinem Voreinstellgerät, wo ich das Werkzeug vermessen habe, zu meinem Tastsystem, mit dem ich mein Werkstück vermessen habe. Genauso kann ich es auch mit einem Kalibrierdorn machen. Mit einer Messdose zum Beispiel, dann muss ich nicht hart auf hart fahren. Kann ich als erstes die Messdose einstellen, dann fahre ich mit meinem Kalibrierdorn auf 0, dass die Messuhr 0 anzeigt. Anschließend an dieser Position die Z-Achse abnullen. Anschließend wird mein Taster eingewechselt und ich kalibriere die Länge des Tastsystems auf dem Außenring von dieser Dose. Und somit habe ich auch wieder den Bezug von meinem Kalibrierdorn zum Tastsystem. Und mit dem Kalibrierdorn kann ich ja zum Beispiel auch mein Lasermesssystem kalibrieren. Und dann stimmen meine Werte auch wieder von meinen Fräswerkzeugen zu meinem Taster zusammen.
Alternativ kann man es natürlich auch mit einem Endmaß und der Spindelnase machen. Da muss man halt immer darauf aufpassen, dass dann auch wirklich wenn das Werkzeug in der Spindel ist, dass auch wirklich die Planfläche vom Werkzeughalter an meiner Spindelnase anliegt. Da muss ich halt drauf schauen. Ansonsten habe ich hier eine Differenz mit drinnen. Die Kalibrierung sollte regelmäßig durchgeführt werden, immer mit der gleichen Routine, also da am besten mit einer Arbeitsanweisung das Ganze festlegen, damit es auch jeder Mitarbeiter bei jeder Schicht gleich macht. Grundsätzlich auf Sauberkeit achten und wenn man die Tastspitze oder das Tastsystem irgendwo beschädigt hat, dann immer wieder kalibrieren, damit man auch saubere Werte und passende Werte zu seiner Bearbeitung bekommt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze an einer Kalibrierkugel zu machen. Die steht ja oft noch im Maschinenraum, zum Beispiel, weil man das letzte Mal erst Kinematics Op durchlaufen hat lassen. Dann kann man auch einfach nochmal das Tastsystem an der Kugel kalibrieren und da kann ich Länge und Radius in einem Aufwasch machen. Und so kann man das Ganze einfach handeln. Wenn wir dann unser Werkstück antasten und diese Werte speichern möchten, die werden immer in der Preset-Tabelle gespeichert. Was heißt Preset-Tabelle? Das ist die Bezugspunktverwaltung bei Heidenheim. Diese Preset-Tabelle, wenn man sich die mal anschaut, da stehen immer ganz komische Werte drin. Die sind, wenn ich eine dreiachsige Maschine habe, beziehen sich diese Werte auf den Maschinennullpunkt. Genauso auch, wenn ich eine Maschine habe mit beiden Rundachsen im Kopf. Zum Beispiel so eine Gabelkopfmaschine, auch da beziehen sich alle meine Werte auf den Maschinennullpunkt. Sobald ich eine Rundachse am Tisch habe, beziehen sich meine Positionen in der Preset-Tabelle immer auf die Mitte von meinem Rundtisch. Zum Beispiel hier unten bei diesem Foto auf Mittelpunkt von meiner C-Achse. Vorteil von der Preset-Tabelle ist, dass ich voneinander unabhängige Bezugspunkte bekomme. Jede Preset-Tabelle kann eine eigene Grunddrehung mitverwenden. Ich kann Punkte im geschwenkten System aufnehmen, die mir dann ins ungeschwenkte System zurückgerechnet werden. Also einfach Vorteile, die ich gegenüber der Nullpunkt-Tabelle zum Beispiel habe. Die Preset-Tabelle sieht so aus. Ich erreiche sie über den manuellen Betrieb, über Preset-Tabelle. Da habe ich dann die erste Spalte, ist die Doc-Spalte. Da kann ich einen Kommentar hinterlegen. Dann X, Y, Z sind meine Bezugspunkte. SPC ist meine Grunddrehung. Die Spalte Log ist dafür da, mit der 5er Software von der TNC 640, 620 oder 320, da kann ich dann die Spalten oder die Zeilen, die ich mit L, also Locked, sperre, gegen Überschreiben schützen. Wie rufe ich einen Bezugspunkt auf? Das kann ich im Programm automatisch machen über den Zyklus 247 und da kann ich dem einfach eine Bezugspunktzeile aktivieren, zum Beispiel die Zeile 1, das sehe ich dann in diesem Symbol in meiner Ansicht im manuellen Betrieb immer, welcher Bezugspunkt denn gerade aktiv ist. Und wenn wir diese Preset-Tabelle befüllen möchten, dann brauchen wir unsere Antastfunktionen und wir schauen uns jetzt speziell die Antastfunktionen im manuellen Betrieb an. Wenn man sich jetzt die Antastfunktionen mal anschaut, also manueller Betrieb und Antastfunktionen, dann sieht man jetzt gleich am Anfang die Tastsystemtabelle. Dann Antasten Plane, also Ebene antasten, Antasten Rot, ist Grunddrehung, Antasten Position, Antasten Bezugspunkt Ecke, Antasten Kreis Mittelpunkt, Antasten Mittellinie. Haben wir alles mit dabei. Auf der zweiten Softkey-Ebene finden wir dann noch die ganzen Kalibrierfunktionen. Also das ist hier auf der ersten Softkey-Ebene das, was ich für den alltäglichen Betrieb brauche. Und auf der zweiten Softkey-Ebene noch die Antast, die Kalibrierfunktionen. Wir beginnen mit der Funktion Antasten Rot. Mit dieser Funktion kann ich entweder die Grunddrehung antasten oder meine Schieflage von meinem Werkstück über eine Tischdrehung kompensieren.
Also das waren bei der ITNC immer zwei Softkeys. Das kann ich jetzt hier mit einem Softkey machen und ich kann das Ganze auch noch kombinieren mit einer Mitte vom Zapfen oder Mitte von der Bohrung und das Ganze kombinieren mit Achsen. Also einfach als erstes muss ich mal zwei Anpasspunkte bekommen und anschließend kann ich entscheiden, was ich mit diesen Anpasspunkten machen will. Also mit diesem Winkel möchte ich daraus eine Grunddrehung setzen oder möchte ich, dass diese Schieflage mit meinem Rundtisch ausgedreht wird. Das Ganze funktioniert auch mit angestellten Achsen, also im nicht geschwenkten System, einfach nur mit den manuellen Achsrichtungstasten die Rundachsen hindrehen, bis man Platz hat zum Antasten und dann kann ich das Ganze auch einfach, ohne dass ich Schwenken aktiviere, antasten. Wenn ich meine Grunddrehung oder meine Tischdrehung gesetzt habe, dann beginne ich mit meiner Bezugspunkt setzen. Das kann ich einmal mit Antasten Position machen. Da kann ich einfach in verschiedenen Achsrichtungen einen Bezugspunkt setzen. Wenn ich den Bezugspunkt an einer Ecke haben möchte oder am Schnittpunkt von zweier Geraden, dann verwende ich die Funktion Antasten Bezugspunkt Ecke. Da kann ich den Schnittpunkt zweier Geraden als meinen Bezugspunkt verwenden. Diese Geraden müssen nicht 90 Grad zueinander stehen. Die können im spitzen oder im flachen Winkel zueinander stehen. Und woher diese Geraden kommen, das kann ich auch von meinem Werkstück her festlegen. Also zum Beispiel über zweimal eine Achsrichtung antasten oder über den Mittelpunkt von einer Bohrung und einem Zapfen oder von zwei Bohrungen. Das kann ich einfach kombinieren, wie ich möchte. Dann haben wir noch Antasten CC, also den Kreismittelpunkt. Hier kann ich einen Vollkreis antasten, einen Zapfen, eine Bohrung. Ich kann einen Teilkreis antasten. Ich kann verschiedene Antastpunkte wählen. Und die Steuerung berechnet mir immer die Mitte von meinem Kreis. Und den kann ich dann wieder als Bezugspunkt verwenden. Hier ist auch bei Antasten CC auf der zweiten Softkey-Ebene der Teilkreis, also Bezugspunkt setzen über Teilkreis mit Bohrungen hinterlegt. Den kann ich auch mit Bohrungen oder Zapfen antasten. Genau, hier ist die erste Softkey-Ebene, da wo ich ganz klassisch mit X und Y Koordinaten meinen Zapfen antasten kann oder mit der automatischen Antastroutine über die Bohrung oder über den Zapfen. Das schauen wir uns dann auf der Maschine noch genauer an. Dann Antasten Mittellinie. Hier kann ich einfach die Mitte herausmessen. Also entweder ich taste einmal auf der linken Seite in X plus an und einmal auf der rechten Seite in X minus. Die Steuerung berechnet mir automatisch die Mittellinie. Oder ich kann das Ganze natürlich auch wieder kombinieren mit einer Bohrung oder einem Zapfen, wie ich möchte. Ich kann das Ganze auch in Z antasten, also dass ich in Z eine Koordinate antaste, in Z minus und anschließend auch nochmal in Z minus und dann würde er mir den Mittelwert aus diesen beiden Achsen auch mit reinnehmen. Und das kann ich dann wieder in meiner Preset-Tabelle speichern oder einen Bezugspunkt setzen oder in meine Nullpunkt-Tabelle speichern. So, das war es erstmal von der Theorie. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an der Maschine an. Dazu wechsle ich jetzt kurz auf unsere Maschine. Ich habe jetzt einmal auf der linken Seite den Steuerungsbildschirm und auf der rechten Seite sehen Sie das Live-Kamerabild von der Maschine. Ich habe hier schon ein Werkstück aufgespannt und man sieht es jetzt durch die Kamera nicht so gut. Das Werkstück ist noch nicht gerade zu meiner X-Achse ausgerichtet. Also müssen wir als erstes mal das Werkstück ausrichten. Dazu positioniere ich mein Tastsystem vor. Es kommt jetzt gleich ins Bild hinein, nicht erschrecken. So, ich positioniere mein Tastsystem vor. Das ist jetzt eines unserer neuen Tastsysteme, das TS460. Und dieser Gummiball hier oben,
den Sie hier sehen. Das ist der Kollisionsschutz. Den werden wir uns dann später anschauen, der, wo uns bewahrt, dass wir unser Tastsystem bei einer Fehlpositionierung nicht kaputt machen. So, ich wähle jetzt die Antastfunktionen an. In diesen Antastfunktionen, ich kann es hier mal mit aktivieren, so, damit wir unsere Schiefheit oder die Schieflage von unserem Bauteil einmal kompensieren können, wähle ich jetzt den Softkey Antasten Rot. Muss ich immer schauen, dass sich das Kamerabild auch wieder aktualisiert. So, Antasten Rot. Jetzt möchte ich die X-Plus-Achse, also mein Bauteil zur X-Plus-Achse ausrichten. Dafür wähle ich jetzt die Y-Plus-Richtung aus. Und man sieht schon im Hilfsbild, wenn der erste Punkt links ist und der zweite Punkt rechts, dann wird der Winkel zur Nulllinie angegeben. Wenn der erste Punkt rechts ist und der zweite Punkt links, dann wird der Winkel 180 Grad plus dem Winkel angegeben. Ich möchte es zu meiner 0-Grad-Linie angegeben haben, also drücke ich Y plus und NC Start. So, das Tastsystem hat jetzt einmal angetastet. Und jetzt muss ich nochmal antasten, und zwar wieder in Y plus. Dazu positioniere ich mich wieder vor. Warte kurz auf die Aktualisierung vom TeamViewer. Ganz genau. Und Y plus und nochmal NC Start. So. Jetzt hat er eine Schieflage von minus 15,8548 Grad erkannt. Und jetzt kann ich entscheiden, wenn wir uns den Steuerungsbildschirm anschauen, habe ich unten die Softkeys. Grunddrehung setzen würde heißen, ich setze diesen Winkel als Grunddrehung in die Zeile 0 von der Preset-Tabelle. Grunddrehung heißt, das Koordinatensystem wird gedreht, nicht meine Tischachse. Das kann ich machen. Oder wenn ich sage, ich möchte das Ganze in eine bestimmte Zeile von der Preset-Tabelle haben, dann kann ich sagen Grunddrehung in Preset-Tabelle und kann in dem Eingabefeld Nummer in Tabelle einen passenden Wert mit eintragen. Das Ganze geht auch mit Tischdrehung. Tischdrehung heißt, dass mein Winkel durch eine Bewegung von der C-Achse kompensiert wird. Tischdrehung setzen heißt, dass die C-Achse auf 0 in die Preset-Zeile 0 geschrieben wird. Tischdrehung in Preset-Tabelle würde heißen, dass ich mir eine beliebige Zeile aussuchen kann. Wenn ich mit Tischdrehung arbeite, bekomme ich auch die Möglichkeit, dass ich den Drehtisch dann auch gleich auf 0 hindrehen kann. Ich möchte das Ganze jetzt mal als Tischdrehung machen, und zwar in die Zeile 0 von der Preset-Tabelle. Also sage ich Tischdrehung setzen. Dann hat er mir meinen Tisch jetzt auf 0 gesetzt. Man sieht oben bei Winkel für Tischdrehung, da ist jetzt eine 0 drinnen. Und man sieht unten bei der C-Achse, dass hier jetzt plus 15,855 steht. Und jetzt kann ich meine C-Achse noch auf 0 positionieren. Dazu drücke ich den Softkey Drehtisch ausrichten. So, Drehtisch ausrichten. Die Steuerung gibt mir jetzt vor, dass ich mein Werkzeug freifahren soll, um eine Beschädigung zu vermeiden. Das mache ich jetzt. Ich positioniere mein Werkzeug nach oben. Und mit NC Start kann ich dann die Tischachse positionieren. Und die steht jetzt auf 0.
Ganz genau. So, jetzt ist meine C-Achse gerade ausgerichtet. Als nächstes möchte ich jetzt einen Bezugspunkt setzen. Fürs Bezugspunkt setzen verwende ich zum Beispiel die Funktion Antasten CC. Muss immer ein bisschen warten, bis Sie das auch sehen. Bis das Bild einmal von Dranreuth bis nach Düsseldorf gegangen ist und wieder zu Ihnen zum PC. Genau, jetzt sehen Sie es. So, Antasten CC. Und hier möchte ich jetzt diesen Zapfen hier vorne antasten. Und wir sehen schon hier, ich habe einen, also ich will den Zapfen vorne links antasten. Das ist ein Zapfen mit einem Durchmesser von 30 mm. Und der hat auf der rechten Seite hat der eine gerade Ebene, eine gerade Fläche. Das heißt, ich kann den nicht als Vollkreis antasten, sondern ich muss ihn als Teilkreis antasten. Das ist aber kein Problem. Wir wählen einfach den Softkey Zapfen aus. Und dann bekomme ich dieses Eingabefeld hier. Und die Steuerung fragt mich jetzt ab, welchen Außendurchmesser hat denn der Zapfen, den du messen willst? Der hat den Durchmesser 30. Anschließend den Sicherheitsabstand. Da kommt es immer darauf an, wie gut, dass ich mich vorpositioniere. Ich gebe jetzt mal 5 mm ein. Umso schlechter, dass ich mich vorpositioniere, sollte ich einen größeren Sicherheitsabstand wählen, weil ich ansonsten kann es mir passieren, dass ich mit dem Tastsystem beim Anpositionieren zum nächsten Punkt mit dem Taststift kollidiere und dann muss ich eben wieder neu anfangen und die Steuerung stoppt ja wegen Taststift ausgelenkt, aber ich muss halt dann wieder neu beginnen und das ist dann oft ein bisschen mühselig. Also da lieber einen größeren Sicherheitsabstand wählen. Sichere Höhe inkremental. Wenn ich hier 0 eintrage, dann wird das Tastsystem nicht nach oben gefahren auf eine sichere Höhe und verfährt auf einer zirkularen Bahn um den Tast, um den Zapfen außenrum. Sobald ich hier eine sichere Höhe eintrage, muss diese sichere Höhe von der aktuellen Position, wo das Tastsystem momentan steht, so hoch sein, dass ich auch dann über meinen Zapfen drüber fahren kann. Also wenn ich was eingebe, dann hoch genug und immer inkremental zur aktuellen Position. Also ich lasse jetzt mal 0 drinnen stehen. Dann Startwinkel. Da ich auf der rechten Seite, auf der rechten Seite von meinem Zapfen ja eine Anschrägung habe, kann ich nicht bei 0 Grad beginnen, sondern ich möchte bei plus 90 beginnen. Wichtig ist, auf diesen Startwinkel muss ich später auch mein Werkzeug vorpositionieren für den ersten Messpunkt. Also das ist wichtig, immer auf den Startwinkel vorpositionieren. Anzahl der Antastpunkte. Hier kann ich wählen bis zu 8 Antastpunkte, die ich hier verwenden kann. Und der Öffnungswinkel. Der Öffnungswinkel bezieht sich inkremental auf meinen Startwinkel. Ich möchte ja nicht 360 Grad antasten, weil dann würde ja ein Messpunkt auf meiner geraden Fläche liegen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nur, dass er 180 Grad antastet. Dann ist jetzt der Messbereich von plus 90 bis 270, also 90 plus 180 und das Ganze mit 4 Messpunkten. Bevor ich jetzt mit NC Start meinen Antastvorgang starte, muss ich mich noch vorpositionieren. Also ich positioniere mich hinter den Zapfen, ungefähr mittig vom Zapfen. Es reicht, Pi mal Daumen reicht es aus. Umso schlechter ich mich vorpositioniere, umso größer sollte ich den Sicherheitsabstand wählen. Und dann drücke ich einfach nur NC Start. Der erste Antastpunkt, der zweite Antastpunkt, der dritte Antastpunkt und der vierte Antastpunkt. Also die Steuerung macht diese Antastroutine komplett automatisch. Es werden alle
Antastpunkte automatisch abgefahren. Und wenn die Steuerung fertig ist, dann bekomme ich das Ergebnis präsentiert. Da sagt sie mir einmal die Anzahl der getasteten Punkte, dann den Radius, den sie getastet hat, den Messwert in X und in Y und dann kann ich meinen Bezugspunkt eintragen, den ich gerne haben möchte. Ich möchte, dass an dieser Position die X-Koordinate 25 und die Y-Koordinate auch 25 ist. Das soll Mitte von meinem Zapfen sein. Und dann habe ich wieder die Auswahlmöglichkeit, was ich mit diesem Bezugspunkt oder mit meinem Messergebnis machen möchte. Möchte ich hier einen Bezugspunkt setzen, also in die Zeile 0 der Preset-Tabelle? Möchte ich den Eintrag in die Nullpunkt-Tabelle eintragen? Oder möchte ich diesen Eintrag in die Preset-Tabelle, also in eine Zeile von der Preset-Tabelle, außer die Zeile 0 hier mit eintragen? Ich verwende jetzt hier Bezugspunkt setzen. Ich möchte das Ganze in die Zeile 0 von der Preset-Tabelle speichern. So, dann hat er das gemacht und ich kann mit Ende einfach den Dialog verlassen. Als nächstes wollen wir noch unsere Z-Achse antasten. Dazu positioniere ich das Tastsystem nach oben, fahre auf meinen Zapfen oben drauf und jetzt kann ich über Antasten Position mein Bauteil antasten in Z-Richtung. NC Start. Und das Tastsystem tastet an. Und ich kann anschließend wieder meinen Bezugspunkt setzen. Auch wieder hier Bezugspunkt setzen, immer in die Zeile 0 von der Preset-Tabelle. Oder ich sage, ich möchte in eine bestimmte Zeile, dann muss ich in die Nummer in Tabelle, in das Eingabefeld eine Zeilennummer eintragen und kann dann über Eintrag Preset-Tabelle in eine bestimmte Zeile von meiner Preset-Tabelle das einfügen. Also Bezugspunkt setzen. Jetzt habe ich meinen Bezugspunkt gesetzt und kann mit meiner Bearbeitung beginnen. Ich will Ihnen jetzt noch ein paar weitere Möglichkeiten zeigen, wie man das auch noch auf andere Weise machen kann. Und zwar zum Beispiel über die Möglichkeit Bezugspunkt Ecke außen, also antasten P. Da möchte ich jetzt den Bezugspunkt in die Schnittlinie von meinen vorderen beiden Zapfen als erste Linie setzen und die zweite Gerade ist meine hintere Bohrung. Also hinten links die Bohrung und vorne links der Zapfen. Und aus dieser Kombination möchte ich jetzt meinen Bezugspunkt setzen. Dazu beginne ich wieder, je nachdem, mit meinem Hilfsbild hier. Erster Antastpunkt ist auf der linken Seite, zweiter Antastpunkt ist auf der rechten Seite. Ich positioniere mich vor, also ich kann auch vorne beginnen, das ist kein Problem. Positioniere mein Tastsystem vor dem Zapfen diesmal, wähle jetzt Zapfen messen an und habe hier wieder meine Werte. Die Steuerung merkt sich die Werte. Durchmesser 30 passt. Sicherheitsabstand passt auch. Sichere Höhe, hier kann ich jetzt zum Beispiel mal eine sichere Höhe eintragen von 10 mm. Der Startwinkel, durch das, dass ich jetzt vorm Zapfen stehe, ist der Startwinkel minus 90 oder auch plus 270. Anzahl der Antastpunkte, da kann ich jetzt zum Beispiel mal 5 wählen. Und der Öffnungswinkel ist dann nicht plus 180, sondern minus 180. Weil ich ja von vorne beginne und ich kann ja nicht gegen den Uhrzeigersinn weitermessen, sondern ich muss im Uhrzeigersinn messen, also muss ich minus 180 angeben. Und auch hier wieder mit NC Start bestätigen,
Dann wird der erste Messpunkt gefahren, dann auf Sicherheitsabstand hochgefahren und wieder der nächste Messpunkt ausgeführt. Wieder nach oben gefahren, nächster Messpunkt. Genau, und so wird ein Messpunkt nach dem anderen gemessen von meinen 5 Stück. So, jetzt habe ich hier den ersten Messpunkt gemacht von meiner Gerade. Als nächstes brauche ich den nächsten Messpunkt. Dafür positioniere ich mich jetzt zu meinem zweiten Zapfen vor. Auf die linke Seite vom Zapfen. Bei diesem Zapfen habe ich hinten die abschrägige, die gerade Fläche. Also wähle ich Antasten Zapfen. Durchmesser ist der gleiche. Startwinkel ist 180, denn ich stehe auf der linken Seite vom Zapfen. Anzahl Antastpunkte mache ich 3 Stück. Und Öffnungswinkel kann ich jetzt einfach mal 90 Grad sagen. Dann werden diese 3 Antastpunkte von 180 bis 270 Grad aufgeteilt. So, der erste, sichere Position. Der zweite, sichere Position. Und der dritte Tastpunkt. Ganz genau. So. Jetzt hat er hier die ersten beiden Tastpunkte bekommen. Er zeigt mir jetzt hier schon mal an, dass ich hier noch eine Grunddrehung von 8 Hundertstel mit drinnen habe. Ich möchte aber jetzt noch die zweite Gerade auch noch antasten. Und auch hier müssen wir wieder auf die Reihenfolge der Punkte achten. Erster Punkt vorne, zweiter Punkt hinten ist 90 Grad zu dieser Geraden. Erster Punkt hinten, zweiter Punkt vorne ist dann quasi 270 mit meinem Schiefstellungswinkel. Also mein erster Messpunkt ist jetzt vorne. Dazu verwende ich wieder meinen eh schon öfter angetasten Zapfen. Da kann ich mich jetzt mal vorpositionieren. Wieder vorne. Also wähle ich wieder Zapfen an. 30 mm Durchmesser, Sicherheitsabstand, alles gleich. Startwinkel ist 270 und minus 90 ist mein Öffnungswinkel. Das Ganze wird wieder automatisch durchgeführt. Also so spare ich mir einfach mit dieser automatischen Antastroutine, spare ich mir einfach sehr viel Zeit mit meiner händischen Vorpositionierung über die Achsrichtungstasten. Okay. Und als letztes brauchen wir noch unsere Bohrung hinten. Da positioniere ich mich auch kurz vor. Wähle jetzt Bohrung aus. Gebe hier wieder meine Werte ein. Die Bohrung habe ich noch nicht gemacht, deswegen stehen hier noch keine Werte drinnen. Also den Bohrungsdurchmesser habe ich mit eingegeben. Startwinkel ist 0. Anzahl Antastungen 3 Stück und Öffnungswinkel 360 Grad. Dann machen wir hier mal einen Vollkreis. Mit NC Start wieder bestätigen. Dann führt ihr hier die kompletten Messungen aus. Also 3 Messpunkte auf 360 Grad verteilt. So, und jetzt haben wir ein Ergebnis. Das ist unser Bezugspunkt in der X- und in der Y-Achse. Und ich habe unten noch die Möglichkeit, meinen Grunddrehungswinkel noch anzupassen. Also über den Softkey ROT 1 oder ROT 2. Da kann ich jetzt mal drauf gehen. Dann bietet er mir jetzt an, ob ich diese Grunddrehung in die Preset-Tabelle oder in die, also in eine Zeile der Preset-Tabelle oder in die Zeile 0 schreiben will. Ich kann es jetzt zum Beispiel Grunddrehung setzen sagen. Und dann komme ich wieder in das Auswahlmenü zurück und kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte jetzt hier auch noch den Bezugspunkt setzen in die Zeile 0. Und dann ist das alles kompensiert.
Das sind hier die Möglichkeiten, die ich mit den ganzen Antastfunktionen habe. Ich glaube, die Funktion Centerline ist bekannt. Da kann ich eben einfach über zwei Antastpunkte in einer Achse oder mit zwei Bohrungsmitten, Zapfenmitten oder das Ganze einfach gemischt hier antasten. Wichtig ist, wenn ich eine bestimmte Achse antasten will, sollte ich zuerst die Achse antasten und dann den Mittelpunkt einer Bohrung und einen Zapfen nehmen. Weil ansonsten bekomme ich so eine Vorauswahl von der Steuerung und die kann nicht immer mit dem zu oder passt nicht immer mit dem zusammen, was ich haben möchte. Also wenn ich die Kombination einen Mittelpunkt aus einer Achse und einer Bohrungsmitte, dann immer zuerst die Achse antasten und dann die Bohrungsmitte. Ich wollte Ihnen jetzt noch schnell die Tastsystemtabelle zeigen. Das ist ja der Softkey 1. In unserer Tastsystemtabelle stehen die verschiedenen Einträge drinnen. Also einmal der Typ von unserem Tastsystem. Ich schließe mal schnell die Maschinenkamera. Genau, dann geht es ein bisschen schneller mit dem Aktualisieren. Also der Typ von unserem Tastsystem, dann die Offsets vom Kalibrieren, also unser Mittenversatz. Dann haben wir den Antastvorschub, den Eilgang, die maximale Messweg, der sollte nicht länger sein wie die Tastsystemspitze, der Sicherheitsabstand, der ob mit Eilgang vorpositioniert werden soll oder mit Maschineneilgang und ob das Tastsystem bei jeder Messung automatisch orientieren soll. So, das sieht man jetzt hier, das ist die Zeile 4 in der Tastsystemtabelle. Jetzt muss ich noch diese Zeile 4 mit meinem eigentlichen Werkzeug, mit meinem Taster verbinden und das mache ich in der Werkzeugtabelle. Dazu wechsle ich in die Werkzeugtabelle. Wir sehen jetzt hier die Ansicht von der erweiterten Werkzeugverwaltung. Das Werkzeug 5 ist mein Taster. Wenn wir da jetzt reinschauen, dann sehe ich hier in meiner Tabelle diese Zeile hier, Nummer, mit der das Tastsystem in der Tastsystemtabelle definiert ist. Also über diese Nummer verbinde ich das Werkzeug 5 mit den Werten aus der Zeile 4 aus der Tastsystemtabelle. Und das Ganze funktioniert dann, dieses Feld ist dann aktiv, wenn ich bei Typ hier unten Werkzeugtyp wählen, wenn hier TCHP drinnen steht für TouchProbe. Somit ist, wie bei der ITNC, diese PLC-Daten sind dann nicht mehr interessant. Das Tastsystem wird über den Eintrag TouchProbe und über die Einträge in meiner Tastsystemtabelle aktiv geschaltet. So. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne ein automatisches Messsystem, also ohne einen 3D-Taster. Das Ganze geht auch mit einem manuellen Taster, mit einem Kantentaster oder mit einem einfachen Werkzeug. Da einfach, genauso wie beim Antasten auch, die Antastrichtung auswählen und anschließend mit der Position Übernehmen-Taste diese Position übernehmen. Das funktioniert natürlich nur mit den Achsrichtungstasten. Das funktioniert nicht mit dieser automatischen Antastroutine für Zapfen oder Bohrung, weil da weiß er ja nicht, wann er wirklich angetastet hat. Das funktioniert nur mit einem 3D-Taster. Über einen Softkey bin ich jetzt noch drüber gesprungen, und zwar über den Softkey Antasten PL, also Plain. Den gibt es ab der Software 05 bei der TNC 640 oder der Software 02 bei der TNC 620. Was macht dieser Softkey? Damit kann ich meine schiefe Ebene antasten. Und zwar mit drei Messpunkten. Die sollte ich immer gegen den Uhrzeigersinn definieren. Also, der Pfeil zeigt uns an, das ist gegen den Uhrzeigersinn.
Also der erste Punkt lege ich hier hin, den zweiten Punkt lege ich hier hin. Das ergibt meine positive x-Achse. Und den dritten Punkt lege ich darüber. Das ergibt die Richtung von meiner positiven y-Achse. Und somit ist mein ganzes System ausgerichtet. Dieses Ausrichten wird dann als Raumwinkel in der Preset-Tabelle gespeichert. Und zwar als Winkel SPA, SPB und SPC in meiner Preset-Tabelle. Über den Softkey Drehachsen ausrichten kann ich mir dann meine Rundachsen so positionieren lassen, dass das Werkzeug danach senkrecht zu meiner getasteten Fläche steht. Außerdem bekomme ich zwei Symbole. Einmal dieses rechte Symbol ist das Symbol für 3D-Grunddrehung aktiv. Also das linke Symbol, dieses graue, und das rechte Symbol ist das Symbol für Schwenken aktiv. Und wenn ich meine Ebene angetastet habe, kann ich dann noch auf meiner Ebene meine X-Achse ausrichten über den Softkey antasten. Rot. So, auch das schauen wir uns jetzt noch an. Dazu wechsle ich kurz das Werkstück. So, wir haben jetzt hier so ein Beispielwerkzeug, einen Flansch. Ich habe von diesem Flansch keine Informationen, wie der Winkel von dieser Fläche ist. Ich muss lediglich diesen Kreiszapfen nachbearbeiten. Das kann ich machen über die Antastfunktionen. Antasten PL für Plane Ebene. Das ist der zweite Softkey. So, und hier muss ich jetzt meine drei Punkte antasten auf der Fläche. Ich werde die Punkte jetzt so antasten. Den ersten Messpunkt werde ich hier setzen. Den zweiten Messpunkt setze ich hier. Und den dritten Messpunkt setze ich hier hinten. Also so, wie als ob ich um die B-Achse schwenken würde. So, das machen wir jetzt. Also positioniere ich mich vor. Sage Z minus möchte ich antasten und mit NC Start wird angetastet. So, erster Messpunkt. Anschließend positioniere ich mich wieder etwas vor, fahre nach unten, drücke wieder NC Start. Zweiter Messpunkt. Und jetzt muss ich immer schauen, dass der dritte Messpunkt über diesen ersten zwei Punkten liegt. Man sieht es sehr schön auf dem Steuerungsbildschirm über dieses 1, 2, 3, was mir die Steuerung eben vorschlägt. Also positioniere ich mich auf meinen dritten Messpunkt. Und auch hier wird dann wieder über NC Start der Messpunkt ausgeführt.
So. Jetzt hat mir die Steuerung meine Winkel berechnet, und zwar ist es der Raumwinkel in A 8,5, Raumwinkel in B 28,8 und Raumwinkel in C 0,08. Den möchte ich jetzt in meine aktive Zeile von der Preset-Tabelle eintragen lassen. Das ist die Zeile 0. Also Grunddrehung setzen. Und jetzt, weil ich die Zeile 0 aktiv habe, bekomme ich den Softkey Drehachsen ausrichten. Wenn ich den Drehachsen ausrichten drücke, dann sagt mir die Steuerung, ich soll doch bitte bei Bedarf mit den Achsrichtungstasten freifahren. Das mache ich jetzt auch. Also jetzt hat sich der Taster mal aus dem Bild heraus bewegt. Und über NC Start kann ich jetzt meine Achsen positionieren. Und wenn wir uns jetzt mal die B- und C-Koordinaten anschauen auf dem linken Bildschirm, da hat er jetzt meinen Winkel kompensiert. Also das Tastsystem steht jetzt, ich fahre es mal ein bisschen nach unten, dann sieht man das schön, steht jetzt senkrecht zu meiner angetasteten Fläche. Wo speichert er das Ganze jetzt ab? Das kann ich mir mal anschauen. Ich gehe einmal komplett raus. Und gehe jetzt auf die Preset-Tabelle. Und in meiner Preset-Tabelle sehe ich jetzt hier in der Zeile 0 meine Winkel SPC, SPB, SPA. Dieser C-Offset von hinten hat jetzt keine Bedeutung da damit. Der ist einfach von vorher noch mit drinnen, wo wir ausgerichtet haben. So, das Ganze habe ich jetzt also hier ausgerichtet. Das ist jetzt meine Ebene. Und wenn ich jetzt beispielsweise hergehe und mein Tastsystem wieder auf 0 zurückdrehen lasse, also mit Plane Reset zum Beispiel auf 0, lassen wir mal kurz den Bildschirm mit aktualisieren. Genau, jetzt sehen Sie es auch. Dann wird natürlich alles auf 0 zurückgedreht. Man sieht es unten, B0, C0. Das Tastsystem steht nicht mehr senkrecht zur Fläche. Das kann ich aber ganz einfach wieder rückgängig machen, und zwar indem ich einfach den Satz ausführe, Plane Spatial A0, B0, C0. Denn dieser Satz bewirkt, dass sich das Tastsystem oder mein Werkzeug wieder senkrecht zu meiner vorher gemessenen Fläche ausrichtet. Einfach über diesen Satz wird das Tastsystem wieder senkrecht dazu eingestellt. So kann ich mein Tastsystem einfach oder mein Werkstück ausrichten und dann eine 5-Achs-Simultanbearbeitung darauf durchführen. Oder auch eine Schwenkbearbeitung mit Plane-Funktionen, das kann ich alles machen. Was man hier jetzt nicht sieht, ist, ich habe auf diesem Flansch noch zwei Bohrungen. Diesen Flansch kann ich jetzt mit diesen beiden Bohrungen, kann ich noch mein Koordinatensystem ausrichten, weil wir eh gerade noch das Tastsystem mit drinnen haben. Positioniere ich mich einmal vor. Also fahre in meine erste Bohrung hinein. Gehe jetzt auf meine Antastfunktion und jetzt kann ich über Antasten ROT meine X-Achse oder mein Koordinatensystem nochmal sauber ausrichten, dass das passend ist zu meinen Bohrungen. Ich schalte jetzt nochmal kurz das Kamerabild weg, weil sonst braucht er so lange zum Aktualisieren. So, also jetzt will ich einfach wieder über meine zwei Bohrungen den Mittelpunkt
herausfinden, also antasten, Bohrung. Der Bohrungsdurchmesser ist 10, Sicherheitsabstand 5, ich möchte keine inkrementale Höhe und mit 3 Antastpunkten soll er das Ganze antasten. Dann macht er seine 3 Punkte, dann hat er die erste Bohrung heraus. Anschließend fahre ich jetzt in Z frei, fahre in Y nach hinten. Jetzt sieht man schon, dass das Koordinatensystem recht falsch drinnen liegt. Es kommt halt darauf an, wie ich beim Antasten meine ersten beiden Punkte lege. Die richten mein Koordinatensystem aus. Aber das ist kein Problem. Wir können das Ganze ja nachrichten. Jetzt bin ich in der zweiten Bohrung hinten und auch hier drücke ich wieder Antasten Bohrung. Und einfach NC Start. Das Tastsystem macht seine 4 Messungen, seine 3 Messungen bei 3 Antastpunkten, genau. So. Und jetzt bekomme ich wieder einen Winkel angeboten. Winkel, Grunddrehung setzen oder Grunddrehung in Preset-Tabelle. Ich möchte diesen setzen und man sieht hier, er hat mir schon einen Bezugswinkel von 90 Grad angeboten. Ich habe jetzt entlang der Y-Achse gemessen und deswegen bietet mir die Steuerung automatisch den Y-Plus, also den 90 Grad Winkel hier mit an. Da kann ich jetzt einfach wieder sagen, Grunddrehung setzen. Und jetzt ist mein Koordinatensystem sauber zu meinem Flansch ausgerichtet. Und jetzt könnte ich wieder Bezugspunkt setzen sagen und das Ganze ausrichten lassen. Gespeichert ist das Ganze jetzt in der Preset-Tabelle. Also hier sieht man jetzt die passenden Werte dazu. A, B und C. Und so kann ich für jede Zeile der Preset-Tabelle Beispiel machen, also für so einen spannenden Winkel auf jeder Seite. Eins möchte ich Ihnen jetzt gerne noch live hier an der Maschine zeigen. Und zwar unseren Kollisionsschutz. Das kann man sich oft immer nicht so vorstellen. Das Werkstück, was ich vorpositioniert, was ich jetzt angetastet habe. Jetzt positioniere ich mein Tastsystem einfach mal vor. Und zwar neben meinem Bauteil, neben meinem Werkstück. Und zwar auch so, dass ich mit dem Taststift an meinem Werkstück vorbeifahren würde und wirklich mit dem Tastkörper kollidieren würde. Und jetzt fahre ich einfach zu meinem Werkstück ran. Und zwar so lange, bis es nicht mehr geht. Muss ich kurz warten, bis sich das Bild aktualisiert hat, bis Sie das sehen. Also der Steuerungsbildschirm meldet schon Tastsystem nicht bereit. Das ist ganz wichtig, die Meldung. Und man sieht hier am Kollisionsschutz, der ist extrem gestaucht. Man sieht, dass die Gummilippe links und rechts herausgedrückt wurde. Also hier sieht man, dass diese Gummilippe extrem gestaucht ist. Das ist eben dieser Kollisionsschutz. Was wir hier machen, halten einfach das Tastsystem stromlos. Und somit bleibt die Steuerung sofort stehen. Das funktioniert bis zu 5 Meter Vorschub. Jetzt muss ich mein Tastsystem aber auch wieder wegfahren können, weil irgendwie muss ich ja bei der Kollision wieder rauskommen. Das funktioniert ganz einfach. Ich gehe in meinem manuellen Betrieb auf die letzte Softkey-Ebene. Da gibt es den Softkey-Tastsystemüberwachung aus. Den drücke ich. Und dann drücke ich einfach Z plus und die NC-Start-Taste. Dann verabschiedet sich mein Taster und fährt wieder frei. Und so schütze ich einfach mich selber vor teuren Schäden, einfach durch diesen Kollisionsschutz, der außerdem auch noch mein Tastsystem vor thermischen Einflüssen schützt. Also das ist auch eine thermische Entkopplung von meinem Tastsystem. Und das kann man immer wieder machen, immer kurz schauen, dass das Tastsystem auch wieder aktiv ist. Natürlich, wenn das Tastsystem nicht aktiv ist, dann funktioniert auch der Kollisionsschutz nicht.
Also, kurz runterfahren und schon haben wir wieder Kollision gefahren. Das Tastsystem ist wieder, wäre wieder defekt, wenn ich keinen Kollisionsschutz hätte. Und einfach einmal freifahren. Und schon ist das Tastsystem wieder einsatzbereit. Wir empfehlen nach einer Kollision immer, das Tastsystem neu zu kalibrieren. Wir haben jetzt verschiedene Messungen mal gemacht. Viel Unterschied ist es nicht, aber grundsätzlich sollte man nach einer solchen Kollision immer auch das Tastsystem wieder neu kalibrieren. So, das war das Webinar. Antastfunktionen, die neuen Antastfunktionen im manuellen Betrieb auf unseren NC-Kernsteuerungen, der TNC 128, 320, die TNC 620 und auch die TNC 640. Es sind nicht auf jeder Steuerung alle Funktionen enthalten, wie zum Beispiel die 128 ist ja nur eine Streckensteuerung, aber auch hier haben wir schon einige Funktionen, die wir hier mit verwenden können. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würde ich Sie bitten, einfach das Fragenfenster unten rechts zu nutzen. Das schaue ich mir jetzt auch kurz an. Ob schon Fragen da sind. Fragen sind bis jetzt noch keine da. Sie können jetzt gerne noch die Zeit nutzen, um Fragen zu stellen. Wenn Sie später Fragen haben oder während der Aufzeichnung, die wir hier auch wieder in die CNC-Arena einstellen, noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unsere Helpline wenden. Das ist die Telefonnummer, steht mit dabei, oder die E-Mail-Adresse 3103@heidenhain.de. So, jetzt haben Sie noch ein bisschen Zeit, eine Frage zu stellen. Kurz die Frage hier mit reinzutippen. Ansonsten können Sie auch gerne dann im Forum der CNC-Arena stellen. Dann gehe ich da auch immer noch, ich schaue da auch immer regelmäßig rein und schaue das Ganze an, oder Sie schicken mir einfach eine persönliche Nachricht über die CNC-Arena, dann bekommen Sie da auch immer wieder regelmäßig eine Antwort. Wenn soweit keine Fragen kommen, darf ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. War ein sehr interessantes Webinar. Diese Antastfunktionen sind wirklich sehr leistungsfähig, man kann sehr viel damit machen und ich habe damit wesentlich mehr Vorteile im Vergleich zu den Vorgängersteuerungen beim Einrichten und Rüsten von meinen Werkstücken. Ich darf mich jetzt noch bei der Frau Zahr auch bedanken, bei der CNC Arena für die ganze Organisation und darf das Wort jetzt an die Frau Zahr weitergeben, die dann noch den Abschluss machen darf.